Frischluft für Pakete. Seit letzter Woche testen wir zusammen mit dem kalifornischen Unternehmen Matternet den Einsatz von Drohnen. Wir haben bei Dieter Bambauer, Leiter Postlogistics, genauer nachgefragt. Wir wollen neue Technologien erforschen, die uns helfen können, im Zustellprozess auf der letzten Meile noch besser zu sein als heute. Und die Drohnentechnologie verspricht einiges. Wir testen zunächst einfach, funktioniert die Technik? Erreicht die Drohne ihr Ziel, ohne sie zu verfliegen? Und das nicht nur einmal, sondern Dutzende oder Hunderte Male. Und wenn wir das haben, werden wir uns sicherlich in andere Topografien begeben und gucken, ob es bergauf auch noch funktioniert. Einen flächendeckenden Einsatz wird es nie geben. Wir wollen ja nicht den normalen Zustellprozess ersetzen. Im Gegenteil, wir wollen ergänzen und dem Zusteller dort Unterstützung bieten, wo es heute eher mühsam ist. Es gibt eigentlich die Möglichkeit, wenn witterungsbedingt bestimmte Regionen abgeschnitten sind, dass man dann wichtige Sendungen dorthin liefert. Es kann sein, dass jemand sehr entlegen wohnt und dennoch regelmäßig Medikamente oder Ähnliches bedarf. Da kann die Drohne wertvolle Unterstützung liefern oder schlicht auch bei eiligen Sendungen wie Laborproben, Arzneimittel auch in durchaus bewohnten Gebieten. Das BATSL ist hier die Legislative. Sie prüft unseren Antrag, guckt sich die Technologie an, entscheidet dann, ob es in Ordnung ist. Und sie hat zu uns gesagt, es ist in Ordnung. Wir gehen schon davon aus, dass wir noch etwas Geduld brauchen, 5 Jahre plus. Das BATSL hat uns die Genehmigung erteilt, autonom zu fliegen. Das war ein sehr wichtiger Meilenstein, da sind wir auch sehr stolz darauf. Aber wir müssen viele, viele andere Dinge auch noch testen. Ob es jetzt die Batterietechnologie ist, reicht die Batteriekapazität, um mal wirklich 10, 15 Kilometer zu fliegen? Und natürlich auch, wie operiert man in einem dichten Luftraum? Wie funktioniert das Zusammenspiel mit den anderen, die dort unterwegs sind? Wir kennen Matternet seit vielen Jahren, wir haben sie beobachtet, wie sie es da entwickelt haben. Wir sind überzeugt, dass Matternet einer der Schlüsselanbieter in der Welt ist für diese Technologie. Und die Zusammenarbeit besteht seit sehr langem und deswegen setzen wir es jetzt gerne erstmal fort. Swissworld Cargo ist ein Partner. Wir sind Kunde von Swissworld Cargo. Swissworld Cargo ist ein Kunde von uns. Wir haben eine persönliche Beziehung zu den handelnden Personen und Swissworld Cargo steht für Excellence in der Luftfracht und das war eine super Plattform, um gemeinsam mal ein bisschen tolle Sachen zu planen.